Eine kleine Gemeinde in Bayern. In diesem verwahrlosten Haus tobt seit knapp 10 Jahren ein Internetkrieg. Der dreht sich um den Bewohner dieses Hauses, Rainer Winkler, 32 Jahre alt. Er macht das, was unzählige Menschen im Internet machen, YouTube-Videos, und davon lebt er. Da können unbedingt noch eine Lampe mal wieder hin. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Dafür erntet er Hass wie kaum ein anderer, und das seit Jahren im Internet. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Andere Leute zu belästigen. Aber auch im echten Leben. Cybermobber belagern Tag und Nacht sein Elternhaus. Die Polizei muss täglich anrücken. In der Spitze waren das 15 Einsätze am Tag. Wisst ihr? Vor 10 Jahren fängt Rainer Winkler mit seinen Videos an. Der ehemalige Sonderschüler filmt sich beim Headbangen. Hey. Beim Spazieren. Die Sonne geht gerade auf. Richtig brutal. Blendet mich gerade richtig. Und bei Videospielen. Doch wie er sich ausdrückt, wie er aussieht, das gefällt vielen Zuschauern im Netz nicht. Ein tanzender Wischmob. Du bist von Hochdeutsch so weit entfernt wie von deinem Idealgewicht. Der sitzt auf seinem Stuhl echt wie ein Kartoffelsack. Typische Kommentare von sogenannten Hatern, die sich gegen den Drachenlord richten, jeden Tag. Doch die sind noch vergleichsweise harmlos. Rainer Winkler lernt diese junge Frau im Netz kennen und verliebt sich in sie. Sie nennt sich Erdbärchen, gibt vor, seine Freundin zu sein. Meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Das Ganze geht so weit, dass Rainer Winkler ihr im Internet einen Antrag macht. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Doch es stellt sich heraus, Erdbärchen ist eine Haterin, hat ihm eine Falle gestellt. Vor über 5000 Zuschauern stellt sie ihn live bloß. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der Drachenlord Rainer Winkler ist tief verletzt. Ich hab gesagt, und ich steh dazu. 200 Zeilen oder was man beschränkt hat. Das ist halt, und die Schikanen gehen weiter. 2014 kontaktiert einer der Cybermobber Rainer Winklers Schwester. Der YouTuber ist außer sich und begeht in seiner Wut einen folgenschweren Fehler. Er gibt in einem Video seine Adresse preis. Irgendeiner. Ich weiß es nicht, wer es ist, mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Die Konsequenz? Cybermobber suchen Rainer Winkler zu Hause auf. Im April 2015 tauchen Videos von seinem Haus im Netz auf, mit Kommentaren versehen. Im Laufe der Zeit kommen immer mehr Besucher und die Lage im Ort eskaliert. Die sogenannten Hater dokumentieren ihre Besuche, stellen die Videos ins Netz. Früher oder später wird der Blitz schon dran. Und auch der Drachenlord filmt, was vor seinem Haus passiert, legt sich sogar eine Überwachungskamera zu. Es ist jetzt ganz früh am Morgen. Man sieht es, die Sonne geht gerade erst auf. Und zwar ist folgende Situation passiert. Man sieht es hier schon am Hof. Hier ist heute Nacht wieder übelste Randale gewesen. Im Netz geht das Mobbing parallel weiter. Die Hater machen sich auf allen sozialen Plattformen über Rainer Winkler lustig. Sie verstehen ihr Mobbing als Spiel, nennen es das Drachen-Game. Sauerstoff für meine. Ereignisse rund um Rainer Winkler werden in der sogenannten Drachenchronik festgehalten. Es gibt Facebook-Gruppen, Fanartikel bei Amazon und zahlreiche Fake-Profile in Rainer Winklers Namen. Manche Hater bestellen in seinem Namen Sachen oder rufen die Feuerwehr. Sie streuen Falschinformationen über Rainer Winkler. Der 20. August 2018, ein vorläufiger Höhepunkt des Mobbing-Spiels.
Hunderte Hater reisen ins Dorf des sogenannten Drachenlord. Eine Mischung aus Hassdemo und Festival, trotz Versammlungsverbots. Wir sind vor 10 Tagen in Rainer Winklers Dorf. Hier wohnen 38 Menschen, die seit Jahren das Drama um den YouTuber mitbekommen. Er selbst will keine Interviews geben. Dafür spricht eine Nachbarin mit uns. Erkennen soll man sie nicht. Sie hat Angst, dass die Hater auch sie verfolgen könnten. Das ist Wahnsinn. Das kommen ja immer ganze Scharen. Man liegt im Bett, es ist alles dicht und man hört ihn schreien. So brüllt er darum. Die Situation an Rainer Winklers Haus eskaliert immer wieder. Hater provozieren am Gartenzaun und filmen. Ganz ehrlich, ich spüre, wie meine Gehirnzellen Selbstmord begehen, weil die deine Scheiße ertragen müssen. Du hast doch nur zwei, deshalb warst du jetzt auf der Sonderschule. Ich? Ja und? Ich bin als Sonderschüler besser als ihr alle zusammen. Rainer Winkler wehrt sich. Auch ein anderer Nachbar aus dem Dorf bekommt das täglich hautnah mit. Erkennen soll man auch ihn nicht. Das Ganze geht so weit, dass unsere Kinder nicht alleine im Garten spielen. Unsere Frauen hier am Ort gehen, wenn es dunkel ist, nicht alleine auf die Straße. Und das mitten in Bayern, in einem 38-Einwohner-Ort. Das ist eigentlich unglaublich, unfassbar. Böller zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also wir haben ganz oft hier im Ort weinende Kinder nachts im Bett, die Angst haben. Während unserer Dreharbeiten fallen uns 2 junge Männer auf, die durchs Dorf gehen. Hi, darf ich euch mal kurz fragen, was ihr hier heute macht? Wo ihr gerade auf dem Weg hin seid? Ich muss spazieren gehen. Okay, ja. Und du? Auch. Okay. Wir sind jetzt zusammen unterwegs. Ah, okay. Ihr wohnt hier, oder? Nee, wir sind aber hier. Wo kommt ihr her? Von Stuttgart da. Und ja. Da geht ihr hier spazieren? Ja, überall mal ein bisschen. Sie bestreiten, zu Rainer Winkler zu wollen. Vor seinem Haus bleiben sie aber stehen. Aber ihr sagt, ihr seid keine Hater, oder? Nee, sehe ich aus wie ein Hater. Erkannt werden wollen sie nicht. Filmen sollen wir dann auch nicht mehr. Aber eine Meinung zu Rainer Winkler haben sie schon. Also ich glaube nicht, dass er es verdient hat, aber er ist selber in der Situation und begibt sich auch oder geht nicht aus der Situation raus. Und natürlich ist er Opfer seiner selbst, aber ja, ihr könnt Veränderungen bezwecken. Die Nachbarn aus dem Dorf beobachten diese Art Besucher seit Jahren. Die Hater sind oft keine arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger oder so, sondern das sind Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung oder aus allen Schichten der Bevölkerung. Und eins gemein haben sie aber, sie sind alle sozial völlig verkümmert. Also sie reflektieren überhaupt nicht, was sie den anderen Menschen damit antun, egal ob es jetzt der Rainer ist oder die Anwohner. Und es tangiert sie auch nicht. Und wenn man mit ihnen spricht, sie sind auch nicht in der Lage, es eigentlich zu begreifen oder zu überreißen, was sie hier für ein Terz veranstalten und was sie auch für Kosten verursachen. Diese Leute haben keine Hobbys, keine Sozialkontakte anscheinend und suchen sich einen Schwächeren, auf dem sie rumtrampeln können. Der Journalist Dennis Leifels berichtete mehrmals über Rainer Winkler, kennt die Situation im Dorf. Die Leute, die dort wohnen und sich vielleicht dann auch darüber beschweren, was dort passiert, die werden selbst Teil dieses Drachengames. Die werden selbst beleidigt im Internet, bekommen Besuch von Menschen, werden ebenfalls gemobbt. Das heißt, jeder, der sich da einmischt, der wird Protagonist in diesem Drachengame und muss damit rechnen, dass sich über ihn lustig gemacht wird. Vor Rainer Winklers Haus fällt uns wieder eine Gruppe junger Besucher auf. Gefilmt werden wollen sie nicht. Sie sagen, sie kommen aus dem Norden und wollten nur mal gucken. Wegen der permanenten Besuche der Hater gilt das Dorf inzwischen als gefährlicher Ort. Es gilt ein Alkoholverbot. Beamte fahren präventiv Streife. Die zuständige Wache in der Nachbarstadt ist stark belastet, sagt Dienststellenleiter Siegfried Archut. In der Zeit, wo sie dort rausfahren müssen, bleibt andere Arbeit liegen, steht das Personal nicht für andere Tätigkeiten zur Verfügung. Und dann ist es natürlich auch so, dass es immer wiederkehrende Vorgänge sind. Das ist natürlich auch mühsam, immer wieder das Gleiche erzählen zu müssen und letztlich doch das Gefühl zu haben, es ebbt nicht ab. Alter, dieses Mal das Problem, Rainer Winkler reagiert auf fast jede Attacke der Cybermobber im Netz. Das war's, Alter, das kann jetzt sein. Ihr seid tot, Alter, ihr seid tot, scheiß Hater, Alter, schwör ich euch. Und am Gartenzaun. Hau ab! Hilfe! Hau ab, du
Hilfe! Hilfe! Verpiss dich endlich! Macht er immer weiter. Und das ist durchaus so, dass er dadurch natürlich provoziert, dass Menschen zu ihm kommen und auch ihn wiederum provozieren wollen. Der Herr ist sozial isoliert, der hat keine Freunde, der hat keine Familie, auf die er zurückgreifen kann. Er kann eigentlich nur interagieren über das Internet, über die Medien, die er sich zu eigen gemacht hat. Und das ist sein einziges Sozialverhalten. Wenn Sie mit ihm sprechen, dass er sich anders verhalten soll, also das aufgeben soll, dann hat er gar nichts mehr. Rainer Winkler und seine Hater schaukeln sich so über 7 Jahre immer weiter hoch. Diese Aufnahmen von Rainer Winklers Überwachungskamera sind vom September dieses Jahres. Auf jeden Fall beleidigen sie halt rauf und runter. Schreien, du fetter Oger, du fetter Arschloch, du fetter Mastsau und was weiß ich noch alles. Ich denke mir bei solchen Aktionen dann halt letzten Endes immer, naja, lieber bin ich all das, als sowas wie das, was sie sind. Der 28. Oktober 2021. Das Drachengame kommt zu seinem traurigen Höhepunkt. Rainer Winkler sitzt nach den jahrelangen Schikanen der Hater als Angeklagter vor Gericht. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Er hat einen Backstein nach einem Hater geworfen, diesem jungen Mann eine Taschenlampe an den Kopf geschlagen. Wir waren damals da, wir sind an dem Grundstück vorbeigegangen. Und dann ging da eine riesen Alarmanlage mit Scheinwerfern an. Und naja, da hieß es schon noch, verpisst euch. Und sowas wurde gerufen. Und wurden wir auch gleich beleidigt, als Pizzagesicht wegen meiner Akne. Und ich war damals ein bisschen dicker. Bei mir hat er dann Fettmoppelchen gesagt. Und naja, dann haben wir uns das halt nicht gefallen lassen wollen. Haben ein bisschen provoziert. War der uns provoziert? Und dann, hat er gleich mit der Taschenlampe durch den Zaun durchgeschlagen. Wir wollten eigentlich bloß, dass sich der Rainer Winkler aus YouTube zurückzieht. Das ist unser Ziel. Und das Ziel scheint fast erreicht. Am Ende der Verhandlung soll Rainer Winkler für 2 Jahre ins Gefängnis. Friedrich Weidner ist Sprecher des Gerichts in Nürnberg, war im gesamten Prozess dabei. Man hat an der Urteilsbegründung gemerkt, dass der Richterin selber nicht leicht gefallen ist, Rainer W. tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. Sie endete auch mit den Worten, ich mache das nicht gerne, aber es ist mein Job. Und es ist eben so, es sind Straftaten begangen worden, zahlreiche Straftaten, im Übrigen nicht nur gegen die Hater, sondern vor allen Dingen auch gegen Polizeibeamte. Ist, denke ich, aber auch ein besonderer Prozess, wenn jemand, der eben Täter und Opfer zugleich ist, hier verurteilt wird, wenn diejenigen, die ihn vielleicht so weit gemacht haben und auch so weit bringen wollten, hinten drin sitzen und sich das anschauen. Der Journalist Dennis Leifels berichtete schon vor Jahren über den Drachenlord und die Schikanen der Hater. Dass man dann irgendwann vom Opfer auch zum Täter wird, ich kann das nur nachvollziehen. Wie gesagt, ich will das nicht gutheißen, aber ich kann verstehen, dass man da irgendwann die Faxen auch dicker hat. Und die Hater nutzen das natürlich aus, weil sie das da mit einem Menschen zu tun haben, der ihnen einfach intellektuell unterlegen ist. Mhm. Ob Rainer Winkler jetzt verurteilt wird, das war das erklärte Ziel von den Hatern seit Jahren. Die lachen sich jetzt schlapp, weil er vielleicht ins Gefängnis muss. Das zeigt sich im Netz. Hämische Hater-Kommentare zu Verhandlung und Urteil. Ob die hübsche Richterin und die scharfe Staatsanwältin immer noch Mitleid mit dem dümmlichen Dickmenschen haben? Es wird Zeit, dass ihm nicht nur der Mund verboten wird, sondern er endlich in die JVA einfährt, wo er hingehört. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Gemeinde hat Rainer Winkler sein Haus vor kurzem abgekauft. Nachbarn erzählen uns, dass es abgerissen werden soll. Kommt das sogenannte Drachengame nach fast 10 Jahren nun endlich zu einem Ende? Drachenlord Rainer Winkler tut einen Tag nach der Urteilsverkündung das, was er jeden Tag macht. Er nimmt ein Video auf, äußert sich zum Urteil. Ich bin definitiv kein Unschuldsblatt. Und man sieht es anhand der Verurteilung. Man sieht es aber auch anhand dessen, dass ich halt auch zuschlagen kann. Ich bin nicht wirklich stolz darauf, die letzten 10 Jahre auf YouTube überlebt zu haben. Ich bin auch nicht stolz darauf, wie ich mich verhalten habe anderen Menschen gegenüber. Ich hoffe, dass die Zukunft doch anders laufen wird. Und ich hoffe, dass sich früher oder später die Menschheit mal darüber im Klaren ist, was Mobbing aus Menschen machen kann.